Warum haben die hier alle so diese Kindersachen? Und warum rührt der Teddy mit dem Pümpel im Klo? Das sind die wirklich entscheidenden Fragen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 und für mich eine neue Aufnahmesession. Ja, wir waren das letzte Mal bei dem Gefängnis, beziehungsweise wir haben uns ein bisschen um das Gefängnis herumgeschlichen, denn ich wollte nicht unbedingt reingehen, denn ich wollte meine Aufnahmesession beenden. Und ja, ich würde sagen, wir gehen da jetzt rein. So, Supermutanten, seid ihr auch schon alle wach? Für mich ist gerade früh am Morgen, also noch nicht wundern oder nicht wundern an sich, dass meine Stimme vielleicht ein bisschen anders klingt als normal. Ich bin nicht krank oder so, ich bin nur... es ist nur sehr früh am Morgen, ich bin noch nicht so lange wach. Und ich habe mal wieder ein relativ kleines Zeitfenster zum Aufnehmen. Aber das hat ja mittlerweile gewohnt. Irgendwie war hier das letzte Mal mehr los. Warum liegen hier auf einmal Verbrannte? War das hier nicht letztens noch ein Supermutantengebiet? Da drin waren wir das letzte Mal ja. Jetzt sind hier auf einmal Verbrannte. Ghule waren das letzte Mal hier. Da ist hier wohl jemand durchgerannt. Wir waren ja schon im Hinterhof das letzte Mal. Da sind wir einem freundlichen Spieler begegnet. Ja, nun, dann würde ich sagen, gehen wir da jetzt einfach rein. Sind die Texturen irgendwie noch nicht richtig geladen oder ist diese Tür wirklich schwammig in der Textur? Strafanstalt der örtlichen Region. Hauptgebäude. Das sind aber bestimmt Verbrannte, oder? Sind das Verbrannte hier? Aber wenigstens ist es hier mal schön hell. Oh. Könnte ein Verbrannter sein. Eventuell. Aber der stand da gerade sehr, sehr gruselig. Und die Frage ist, wo ist der andere, den ich gerade höre? Nebenraum. Hi. Na? Nicht oh Gott. Wir. Ein ganzes Gefängnis voll von denen. Na, da habe ich ja Bock zu. Gesehen. Gesehen? Ich glaube nicht, dass du mich gesehen hast. Oh, eine Strafanstalt ist auch ein bisschen gruselig. Sprutpatrone. Popgun. Nehmen wir mit. Machen wir klein. Telefone nehmen wir auch mal mit. Bank sitzen. Ich habe gerade irgendwas von Stimpak gelesen. Wir laden direkt mal nach. Sicherheitshalber. Haben wir irgendeinen Verhörraum? Aber Gefangenenhalsring? Was? Nehmen wir mit. Können wir den zerlegen oder können wir den anziehen? Gegenstand. Kleidung. Gefangenenhalsring. Ist das irgendeine Ausstattung, die wir schon besitzen? Nein, offensichtlich nicht. So. Mädel, du musst mal die Waffe wegstecken. Wir müssen das mal angucken, wenn wir es denn sehen. Oh ja. Großartig. Das ist so ein Tick-Tick-Boom-Halsband. Ich glaube, war das in Fallout New Vegas oder war das in Fallout 3, dieses DLC mit dem Tick-Tick-Boom-Halsbändern? Möchte ich nicht anhaben. Wo ist es? Da, weg damit. Wenn man versucht hat, das abzunehmen, dann war das Tick-Tick-Boom. Wir machen aber mal Licht an, damit es ein bisschen weniger gruselig ist. Damit die auch wissen, wo wir sind. Aha. Wir machen doch lieber. Wir machen Licht an. Hallo. Hier
stellen uns jetzt hier in die Ecke und haben Angst vor Verbrannten. Salz. Ja, der hat mich doch gesehen. Halt doch still. Aua. Und der schießt von da oben auf mich. Kann ich mich auch durchschießen? Ja. Au, und du schlägst mich so? Und dann rennt er weg. Und da oben ist immer noch einer. Ja, natürlich. Das ist die ganz feine Art hier. Oh, Level 14. Aua. Wo kommen denn diese Level 14 auf einmal her? Hey, wo bist du? Da bist du. Ach, da ist er. So nicht, mein Lieber. Alle ja mit der Schrotflinte und uns geht's nicht so gut, merke ich gerade. Wir gönnen uns mal ein paar Blutpakete. Und nehmen noch mal ein bisschen Schrot. Wow, wie schnell die gerade verschwunden ist. Oder der Verbrannte. Okay, wir sind aber immer noch, wir stehen immer noch unter Gefahr. Oh, der hat sich ein Püppchen organisiert. Oh, ich hasse Gefängnisse. Hätten die sich nicht was Friedlicheres einfallen lassen können? In ein Gefängnis? Also als so eine große, so ein großes Gefängnis vor allem? Ja nun. Hände und Brustkörbe, das findet man bestimmt in irgendeinem Gefängnis irgendwo. Oh, was haben wir denn hier? Aufenthaltsraum. Ziemlich kleiner Aufenthaltsraum. Wo ist der denn? Ich warte nur darauf, dass er gleich um die Ecke kommt. Ja. Der kam gerade die Treppe hoch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich guck gerade nochmal. Kollege? Möchtest du hochkommen oder kann ich da in Ruhe das Schloss knacken? Dann knacke ich jetzt in Ruhe das Schloss, okay? Und du kommst später nach. Au! Ja, wie kann man denn da daneben schießen? Er will mich schlagen. Au. Au! Der eine ist, glaube ich, irgendwo da unten. Nein, auch nicht. Der sieht alles so ausgemerkelt aus, irgendwie. Ausgemerkelt, vor allem. Aua. Nicht schießen. Ich komme in Frieden. Trinken mal ein Schlückchen und essen ein bisschen Fleischi. Und nehmen uns nochmal ein kleines Blutpaket. Zwischendurch. Ja nun, wenn du nicht nachkommen willst, dann mache ich jetzt hier die Tür auf. Eine Tesla-Falle. Toll. Kaputt machen kann ich sie auch nicht. Aber die sind ja irgendwann leer, oder? Richtig? Oder man macht sie kaputt. Sind die gerade wieder nachgespawnt, oder? Irgendwie nicht. Was? Das hat sich überhaupt nicht gelohnt hier. Das hat sich null gelohnt. Splittergranate. Toll. Ich habe jetzt schon wieder die Orientierung verloren, möchte ich mal anmerken. Aber das überrascht mich bestimmt nicht. Wer? Sacrifice ist mein Name.
Hallo. Wo sind wir hier? In der Security-Abteilung. Okay, wir machen hier die Tür wieder zu. Ordner. Oh, was haben wir denn hier? Erfordert Skill 2, dein Skill 1. Toll. Wachterminal. Können wir hier irgendwelche zerstörerische Mechanismen starten? Normale Bevölkerung. Häftlinge in Zellenblock A stammen aus der normalen Bevölkerung. Ihre begangenen Straftaten sind schwer genug, dass sie nicht mehr für minimale Sicherheit in Frage kommen. Jedoch auch nicht so schlimm, um sie in Block D oder Einzelhaft zu stecken. Halten Sie sich einfach an die Abläufe, dann gibt es keine Probleme. Personalkürzungen. Wie Sie wissen, werden Sie Ihre Runden nun alleine durchführen. Im neuen Budget des Leiters sind keine Mittel für Patrouillen mehrerer Wachen in den Blocks vorgesehen. Derzeit wird an einem neuen Plan gearbeitet, um mit den Personalkürzungen und Budgetproblemen fertig zu werden. Hervorragend. Da hätte ich ja auch Bock zu. Sicherheitsmitarbeiter. Suchen. Alleine durch die Gegend laufen. Na. Ja, dann lauf halt weg. Dann schieße ich halt ein Gewehr auf dich. Kenne ich ja gar nichts. Nur noch 98 Patronen dafür. Schrot haben wir viel. Sollten wir vielleicht noch ein bisschen verbrauchen. Was stimmt denn nicht mit dir da unten? Bist du da unten? Okay, er war da unten. Na, er lebt noch. Na, komm doch her. So kann ich dich nicht treffen. Möchtest du ein bisschen näher kommen? Nein. Doch. Er ziert sich, glaube ich, so ein bisschen. So. Weg damit. 45er Patrone und ein Kampfgewehr. Was war das Kampfgewehr nochmal? Muss ich jetzt gerade nochmal gucken. 45er Patrone, 34 Schaden. Ich muss mal irgendwas wegwerfen. Wir sind schon wieder total überladen. Ich möchte jetzt hier nicht die ganze Zeit durch die Gegend schleichen. Ich habe zwar noch ein bisschen die Hoffnung, dass wir hier gleich noch irgendeine Werkbank oder so finden. Aber wer weiß. Ja, ich möchte gerade noch kurz die andere Seite hier ablaufen. Und dann gehen wir eine Etage runter. Red Hirschfleisch. Mm. Noch ein Aufenthaltsraum. 38er Patrone. Ein Gefangenenhalsring. Warum liegen die hier so offen rum? Eigentlich. Oh, nehmen wir doch die Treppe. Ah, klar. Warum sind hier Koffer? Konnte man hier Urlaub machen? Lass uns in Urlaub fliegen. Ja, wohin? In die Strafanstalt. Schwere Lederrüstung, linkes Bein. Stufe 20. Stufe 20, linkes Bein. Was haben wir denn aktuell so an? Schwere Lüderrüstung, Stufe 20 haben wir schon dabei. Okay, dann können wir das da auch drin lassen. Vier Flaschen. Hallo? Warum sind hier die Türen offen und... Oh, okay, gut, der hat sich ertränkt mit dem Toaster in der Badewanne und hat noch irgendwas geschrieben. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber er hat sich noch ein Wasser dazugestellt, damit er genügend trinkt. Nicht witzig, Sacrifice. Oh, das sieht ein bisschen aus wie eine Falle. Eigentlich wollte ich es nicht unbedingt auslösen. Also, ich wollte es eigentlich entschärfen. Da wäre der Stolperdraht dafür gewesen. Ja, nun. Hier sind wir reingekommen. Hier sind Werkbänke. Dann nutzen wir das doch direkt und machen direkt mal wieder was klein. Dann können wir auch gleich gucken. Müssen wir davon irgendwas reparieren? Besser wäre es eigentlich.
Dann gehen wir auf Modifizieren, Reparieren. Und reparieren sicherheitshalber, wenn wir gerade schon dabei sind. Was kostet die Welt? Und hier könnten wir jetzt eigentlich... Hauptsache, meine Katzen streiten sich schon wieder. Wenn ihr jetzt gleich im Hintergrund irgendwelche komischen Geräusche hört, dann sind das die Katzen, die gerade auch sehr aktiv sind, ihr Futter hatten und meinen, sie müssten jetzt streiten. So. Linker Arm. Linkes... Jetzt bin ich verwirrt. Linkes Bein. Ach so, hier haben wir Stufe... Was habe ich denn gerade angezogen? Also wir haben jetzt zwei Sachen mit Stufe 20 an, richtig? Ja. Dann können wir nämlich das andere klein machen. Fallensteller rechter Arm. Ja, könnten wir rein theoretisch auch anziehen. Stufe 15, rechter Arm. Was haben wir denn da? Brustteil. Ich weiß jetzt nicht. Was ist der rechte Arm hier? Das ist furchtbar. Das ist der rechte Arm. Stufe 10. Eigentlich könnten wir auch dann das Fallensteller-Ding sie anziehen. Was war das? Was war das? Das war gruselig. So. Modifizieren, reparieren. Das machen wir mal eben. Die Sachen, die wir anhaben. Wie zum Beispiel das hier. Stufe 10 ist dann ja für uns uninteressant. Das muss ich nicht reparieren. Das reparieren wir. Das reparieren wir. Das war's dann auch schon. Wir haben einen linken Arm. Wo ist denn unser rechter Arm? Rechter Arm, Fallensteller. Ach so, ja, okay. Dann können wir die auf jeden Fall klein machen. Dann gucken wir gerade mal, ob wir hier noch irgendwas machen können. Können wir ein bisschen Rüstung hochdrehen. Und ansonsten eigentlich nicht so wirklich. Linkes Bein. Wir könnten noch ein bisschen Täschchen dazu packen. Und umgürtet. Machen wir auch mal. Und linker Arm haben wir ja eigentlich. Okay, Blei verkleidet. Ich würde da jetzt eigentlich auch eher... Okay, schützt uns vor radioaktivem Schaden. Ich würde da auch eher Taschen dran packen. Mit Taschen, schwer gekocht. Alles klar. Dann machen wir den Rest noch klein. Was wir jetzt gerade nicht anhaben und nicht mehr brauchen. Genau, dann haben wir ja jetzt 5 Sachen, sollten wir haben. Perfekt. Dann mache ich mir vielleicht gerade zur Sicherheit noch ein bisschen 308er Moon. Das gefällt mir nämlich immer nicht, wenn wir da unter 100 kommen. Da muss nur ein ganz blöder Kampf kommen gegen irgendeinen dicken Gegner und dann geht mir die Munition aus für meine Lieblingswaffe und dann ärgere ich mich. So. Hallo? Es reimt sich. So, hallo? Okay, da ist wahrscheinlich der Hinterausgang oder so. Da ist erstmal kein Durchkommen. Warum haben die hier alle so diese Kindersachen? Und warum rührt der Teddy mit dem Pümpel im Klo? Das sind die wirklich entscheidenden Fragen. Hallo? Sind wir hierher gekommen? Wir machen alle Türen auf. Das können wir. Hier haben sich Leute durchgesprengt. Ist auch immer gut und beruhigend in solchen Gefängnissen. Da ist irgendwo jemand. Da sind gruselige Sachen an der Wand. Nicht wir, nicht wir. Toll. Warum kann er da durchschießen? Gut, wir können es auch, aber ich habe nicht damit gerechnet. Nehmen wir mit.
Ich will jetzt nur kurz gucken, ob wir hier grob alles haben. Ich meine, das war jetzt der harmlose Zellenblock sozusagen, wie wir gelesen haben. Zellenblock A. Den nicht ganz so krassen. Silberteller. Rattengift. Hervorragend. Aua. Du da oben. Das ist nicht die freundliche Art, mit Frauen umzugehen. Gut, wir sind auch nicht freundlicher zu denen, aber... Die fangen immer an. Meistens zumindest. Nicht immer, aber meistens. Zellenblock B ist jetzt... Aua. Ein bisschen gefährlicher. Glaube ich. Was haben wir denn da vorne? Oh, die Esshalle, der Essraum. Gefangenheitsmann. Warum sind die denn alle abgenommen? Ich verstehe das nicht. War denn hier keine Ordnung im Gefängnis? Nehmen wir alles mit, werden wir nämlich schön zerlegen. Schlafanzug ist hier, den hatten wir ja gefunden. Können wir euch hier freilassen? Wir machen mal die Tür zu. Wachterminal, Strafanstaltsschlüssel. Brauchen wir eigentlich nicht nochmal. Jetzt habe ich 45er Patrone mitgenommen. Weg. Das brauchen wir ja gar nicht. Weg. So sieht's nämlich aus. Granatwerferpatronen. Ich weiß nicht, ob wir die irgendwann mal benutzen. Auf jeden Fall werden wir uns das Wachterminal und das Terminal des Sicherheitssystems angucken. Vielleicht können wir ein bisschen Ordnung reinbringen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann mit der Glocke wiedersehen würden. Bis dahin. Ciao. Yeah.